Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom PS 2016. Werde zur Legende im Modus. Ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, das wäre schön. Wir spielen heute hier bei Regen. Das ist unschön, aber passt schon. Hamburg ist unser Gegner, nicht, wie ich beim letzten Mal gesagt hatte, Ingolstadt. Ey, wie keine Ahnung, was da über mich gekommen ist. Ich weiß doch, wo ich spiele. Bin doch beim Hamburger SV, oder? Oder? Bin ich da nicht? Ja. Ich habe letztens mal wieder PES gespielt, nachdem der Dambo das im Stream gespielt hatte. Oh! Was für ein wahnsinniges Tor. Katschunga. Und habe da so ein bisschen mal versucht, mein Team von der Chemie her aufzupushen. Aber das ist ganz schön schwierig. Ich habe da so einen Online-Pokal gespielt und ja, bei dem Pokal war es so, online sage ich schon, so ein Offline-Pokal in Anführungsstrichen, wo man gegen Computer spielt. Und da war der Schwierigkeitsgrad halt nicht so hoch. Da habe ich 17 zu 1 oder irgendwie so gewonnen. So niedrig ist hier der Schwierigkeitsgrad dann doch nicht. Es sei denn, ich könnte vermutlich dann alle selbst kontrollieren oder alle steuern. Aber ich glaube nicht, dass es dann hier so ausgehen würde. Schöner Pass. Ich bin diesmal rechter Flügel, so wie es aussieht. So. Oh, für wen? Für wen war das für mich? Bin ich diesmal auf dem rechten Flügel? Aufstellung prüfen. Jo, ich bin rechts außen. Da habe ich nur eine 71. Aber, ja, ähnlich stark wie auf dem linken Flügel. Sehr schön. Das heißt, dadurch habe ich mehr Optionen, aufgestellt zu werden. Dann können wir mal gucken. Oh, da dachte ich, da läuft. Ja, da oben, der kam aber auch schlecht, mein Pass. Der kam aber auch richtig schlecht. So, super, 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 super. Hin, hin, hin. Jo. Ah, oh, schön. Und Treffer. Super rübergelegt. Top. 2 zu 0. Der Hamburger SV wird hier von uns auseinandergenommen. Yeah. Und die interessieren sich gar nicht für ihn. Die interessieren sich gar nicht für ihn. Das könnte man besser programmieren, dass die dann auf den Spieler so zugehen, aber... Ach nee, ich fotografiere irgendwas anders, denn das ist irgendwie ein Vögelchen. Das interessiert mich doch dann ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall hier die Vorlage von uns. Super. Sehr zufriedenstellend. So. Ah, hol dir das Ding. Hätte man abfangen können. Hätte nicht unnötig hier ins Ausgemusst, aber okay. Also die... Erste Halbzeit, die ersten 15 Minuten laufen hier sensationell gut ab. Das war schlecht. Wieso läuft er da weg vom Ball? Einfach mal raufgehalten. Mann. Ja. War nicht gut, war echt nicht gut, ne? Kann man besser machen, finde ich. So. Immer dazwischen. Ich finde es mal schön, dass ich auch auf dem rechten Flügel stehe. Trainiere gerade Mittelstürmer. Dass ich auch mal ja, im Sturm direkt bin. Direkt in der Mitte, dass auf mich gespielt wird. Okay. Gut. Auf links außen gespielt. Sehr gut. Und das 3 zu 0. Leider immer alles ohne mich, bis auf eben das, die eine Vorbereitung. In Hamburg ist jetzt hier völlig enttäuscht. Völlig enttäuscht, wie da unsere Dinger fliegen. Sensationell, unglaublich. Ja, da können wir mal hier entspannt so ein bisschen herumstehen, würde ich sagen, ne? Geht mal rauf, komm. Sehr gut gemacht. Sehr schön den Ball abgefangen. Und jetzt geht es da über die Außen wieder einmal. Wie üblich. Oh, ich versuche den doch zu schießen. Mann. Holt euch das Ding. Ja, wunderschön. Wieso bleiben meine Bälle immer irgendwo hängen? Das finde ich sehr schlecht. Das ist auch schon wieder. Also es ist ein bisschen ungenau.
hier aktuell, was meine Pässe und so weiter betrifft. Und ich dachte, bei FIFA wäre es schlimm. Vielleicht bin ich durch FIFA so ein bisschen schlecht im genauen Zielen. Weil man muss sich ja andere Sachen überlegen bei FIFA, habe ich das Gefühl. Okay. Der Pass wurde super abgefangen, sehr schön. Jetzt vielleicht nochmal die Chance, ab nach vorn. Wunderbar. Rojas. Nein! Wieso bleibe ich denn immer hängen? Ärgerlich, ey. Da versuche ich mich durchzutanken. Weicht im ersten aus und dann... Mann, das muss in der zweiten Halbzeit immer besser laufen. Okay. Dann haben wir erste Halbzeit gleich vorbei. Bin recht zuversichtlich, dass wir hier als Sieger vom Platz gehen. Da kommt wieder der lange Ball. Und vorbei die erste Halbzeit. Alles gut. Also da möchte ich jetzt doch gerne nochmal ein Türchen schießen. Weil ich finde, das habe ich mir doch irgendwie mal verdient. Hast mir den Gegner weggeschoben. Gut. Da komme ich leider nicht ran. Da ist der ein bisschen besser als ich. Oh, die... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die Verteidigung wurde da übertölpelt. Schöner Abschluss. Gut gemacht auf jeden Fall. Da war der Fehler. Er schießt ihn mir hin. Aber ich kann gar nicht da... vor den mich stellen, weil die irgendwie da schlauer sind als ich. Dann der Superpass darüber gelegt, angenommen und abgeschlossen rein ins Tor. 3:1. Gut. Dann mal schauen. Ich versuche so ein bisschen mit nach vorne zu gehen. Genau. Ho, ho. Schade, schade, schade. Also gutes Kombinationsspiel hier von uns. Nicht für mich. Gut. Ach, das gibt's nicht. Nimm den Ball an, du Spacken, Otaldo. Oh, ich beleidige mich hier schon selbst im Spiel. Weil das ja auch echt affig ist, wie er den Ball einfach nicht annimmt. Wie kann man denn so doof sein? Jo! Alles klar, jetzt kommt meine Grätsche zurück. Gleich werden sie alle niedergemacht hier, die Hamburger. Also, es ist schwierig. Ah. Na komm schon, gebt mir doch einfach mal die Chance, mich hier zu beweisen. Ich will ein Tor schießen. Ja, einfach auf den anderen. Ich laufe ja hier ein bisschen nach außen. Okay. Oh. Komm, ich tank mich hier durch. Nein! Ey, Mann! Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ach Mann, ey. Da laufe ich doch hier... Ja! Das war meine! Yes! Wuhu! Mann, ey! Alles gedrückt und geschoben, was da nur ging. Ich dachte schon, ich köpfe den noch daneben. So, das hätte ich auch noch erwartet. Das wäre es noch gewesen. Na gut, wenigstens ein Tor von mir. Sehr schön. Ein Tor, eine Vorlage. Jetzt ist das, will mich das Scheißprogramm hier verarschen, oder wie? Geht Antivirus auf. Dankeschön, mitten im Spiel. Ich dieses Scheißdrecksprogramm hasse, ey. Ich hasse es. Wunderbar.
schön rübergelegt. Nur leider kommt da auch keiner ran. Oh, shit. Sorry. Ah, fuck, ey. Da greife ich meine eigenen Leute an. Das muss besser werden, ne? Das muss besser werden, das ist klar. Da ist er durch, da ist er durch. Okay. Ah, versucht er sich ein bisschen durchzutanken. Verliert aber den Ball. Verteidigung passt da auf. Ich stehe jetzt hier gerade so gemütlich an der Mittellinie. Werd jetzt inzwischen noch gedeckt. Das war schlecht. Gut abgefangen. Sehr gut. Und ich stehe hier. Ich stehe hier gemütlich. Oder soll es für mich gewesen sein, der Ball? War das meiner? Ah! Hinter. Jetzt nicht da wegkontern. Ach komm, da. Ihr steht da zu dritt. Ihr dürft ihn doch nicht zum Schuss kommen lassen. Stehen sie da und gucken zu. Oh, ja, vielleicht schießt er ja auch nicht. Vielleicht macht er das auch nicht. Ah, da bin ich auch schon inzwischen raus. Schade. Aber letztendlich, wir haben gewonnen. Das kann ich hier auch 10 Minuten vor Schluss sagen. Da bin ich sehr zuversichtlich. So, noch die letzten paar Minuten. 5 Minuten müssen wir nur noch hier durchhalten, dann ist die Partie vorbei. Und es sieht auch nach einem sensationell guten Sieg aus. Okay, Flanke, wunderschön. Ja, wie war denn das? Letztes Spiel, ich weiß es gar nicht. Da haben wir unentschieden gespielt oder so? Nee, wir haben ja... Ich weiß es nicht mehr. Ah, schon wieder ein paar Tage her. Da bin ich nur dazu gekommen, irgendwie ein Spiel zu machen. Ich wollte aber eigentlich gerne ein paar mehr Spiele machen. Weiß aber leider nicht, wie es zuletzt aussah. Oh, da war oben alles frei. Einfach ein Ablegen. Na gut, wir gewinnen hier die Partie. Hamburg souverän geschlagen. Die kommen gar nicht so richtig zum Schuss. Kachunga mit einem 8,0, wie eine 7,0. Naja, ist besser als nichts. Eine gute Bewertung ist es trotzdem. Man of the Match ist natürlich immer am schönsten. Und Bremen verliert gegen Schalke. Okay. Da geht's wieder einen Platz nach oben. Ich meine nämlich, dass wir 2 Plätze verloren hatten. Und das ist aber hier mal richtig gut gewesen, ne? Sehr schön. So, Rabona. Mhm. Ich hoffe ja, dass die Bewertung jetzt schneller steigt. 30. Spieltag, Hertha BSC. Nächstes Spiel, nächste Folge, bin ich aufgestellt in der Startaufstellung. Sehr gut. Dann erste Anzeige eines Durchbruchs. Okay. Ingolstadt, je mehr Spieler er bestreitet, desto mehr glänzt er mit seinen Fähigkeiten. Es lohnt sich sicher, die Entwicklung dieses jungen Spielers, können wir das angucken? Nee. Im Auge zu behalten. Alles klar. Das wollen wir natürlich auch. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.